ist das heftig, ja. Also bei den Grünen liegen ja die Nerven mittlerweile sowas von blank. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir können uns hier damals noch erinnern, als die ganzen sogenannten Demokraten alle gesagt haben, ja, wir werden die Opposition und die Alternative für Deutschland inhaltlich stellen. Wir werden einfach gute Politik machen und das wird sie dann wieder klein bringen. Nun, nachdem zumindest halb Deutschland mittlerweile gemerkt hat, dass die gute Politik nicht so wirklich kommt und immer noch auf sich warten lässt, von wegen das einzige Deutschland-Tempo, was wir sehen können, ist den Verfall der Wirtschaft, ja, gehen die jetzt zur nächsten Strategie über, nämlich, dass sie jetzt anfangen tatsächlich zu behaupten, dass Fake News und Desinformation nicht einfach nur falsche Information sein, sondern dass auch richtige Information, also die Wahrheit, eine Desinformation sein kann. Es ist kein Spaß, Leute. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und holt euch bitte unbedingt heute, wenn es auch noch früh ist, einen großen Eimer Popcorn. Denn das, was wir hier geboten bekommen, ist wirklich einfach genial. Vielleicht gibt es da wieder irgendwie bei Korrektiv eine Vorstellung im Berliner Ensemble oder so. Ich komme gerne vorbei, denn so gut war ich schon lange nicht mehr unterhalten. Hören wir uns jetzt mal ganz kurz hier an, was zwei Grünen Abgeordnete, ja, das ist das Krasse, Abgeordnete, tatsächlich über das Thema Desinformation hier zu sagen haben. Diese Desinformationskampagnen, die ja vor allen Dingen auch im Internet, also in den sozialen Medien ganz stark stattfinden, einfach die Gefahr besteht, dass die gesamte Gesellschaft sich destabilisiert, sozusagen, ja, und wir dadurch noch viel weitere Probleme bekommen, auf die wir jetzt vielleicht noch gar keinen Blick haben. Also das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Also es geht jetzt nämlich gar nicht mehr nur noch um Desinformation und Fake News. Also Fake News bedeutet ja einfach, etwas ist falsch, ja. Es stimmt einfach nicht, was passiert ist. Oder was man ja auch immer sagt, alternative Fakten. So, jetzt haben wir ja gesehen, auch im Rahmen der RKI-Files und der Veröffentlichungen, ne, dass so langsam die ein oder anderen sehr stark unter Druck geraten, weshalb sie selbst ja auch anfangen mit Desinformationskampagnen, wie zum Beispiel Gesundheitsminister Lauterbach und neulich auch einer von den Grünen, die gesagt haben, ja, die ausländischen Geheimdienste haben da ihre Finger ins Spiel und so. Mittlerweile wird eigentlich jegliche Kritik an der Ampel immer gleich auf irgendwelche Putin-Nähe oder ausländische Geheimdienste zurückgeführt, ja. Also da spinnt man auf einmal wilde Verschwörungstheorien zusammen, weil man einfach selber inhaltlich gar nichts mehr dazu beitragen kann. Und jetzt geht es dann nicht mehr nur um einfach diese Falschbehauptungen, sondern es geht jetzt um Desinformation. Und diese Desinformation, die muss nicht unbedingt eine Falschinformation sein, also eine falsche Information, sondern es kann auch einfach eine destabilisierende Wirkung haben. Oder mit anderen Worten, es kann auch einfach etwas sein, was den Grünen oder anderen Leuten in der Regierung nicht passt, um es als Desinformation zu deklarieren. Hört mal genau hin. Was wären denn so ein, zwei Beispiele, die ihr gerade konkret nennen könnt dazu? Naja, ein ganz aktuelles Beispiel ist ja das, was wir mit diesem sogenannten Hack und Leak ja jetzt gerade mitbekommen haben. Also das war kein sogenannter Leak, sondern es war halt ein Leak. Ja, also dieses gehackte Gespräch von Bundeswehroffizieren, die sich über Waffenlieferungen an die Ukraine unterhalten haben und die dann eben von russischen Medien bewusst in die Öffentlichkeit gebracht wurden, also bewusst geleakt wurden, um halt eben in Deutschland auch eine Debatte darüber zu erzeugen. Und also daran sieht man einfach auch, dass Desinformation nicht unbedingt etwas mit Fake News oder so zu tun hat, sondern es durchaus ja wahre Begebenheiten sein können, die dann aber so in die Öffentlichkeit gebracht werden, dass sie wirklich auch diese desinformierende und auch destabilisierende Wirkung haben können. Habt ihr das gehört? Und dann einfach so, ja, alles klar. Also es ist sozusagen destabilisierend, wenn man die Wahrheit erfährt. Das ist auf jeden Fall richtig krass, ja. Und dann hier der Konstantin Notz, der spricht jetzt auch ja gleich darüber und sagt ja, dass quasi das, was die Autokratien erkannt hätten an den Demokratien, ist eben die Schwäche, die die Meinungsfreiheit mit sich bringt bei uns. Weil durch die Meinungsfreiheit, man könne alles sagen, was natürlich nicht stimmt, man kann nicht alles sagen, ja, wir haben keine
absolute Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist eine Falschinformation, nur an dieser Stelle. Ja, das ist ja sozusagen die Schwäche der Demokratie, die die Autokratien ausnutzen wollen. Nein, Herr Konstantin Nutz, die Meinungsfreiheit ist die Stärke der Demokratie und nicht die Schwäche. Also Sie sollten wirklich unbedingt noch mal ganz von vorne anfangen beim Demokratieunterricht. Ja, und jetzt geht's auch noch weiter, weil Herr Konstantin Nutz höchstpersönlich verbreitet hier in einem Video über Fake News und Desinformation selbst Fake News. Hört mal ganz kurz rein. Weil die AfD sagt, TikTok ist der Volksempfänger unserer Zeit. Wir senden möglichst 1,5 Stunden am Tag in die Köpfe, in die Gehirne der Jugend unsere rechtsextremen Ideologien rein. Also, habt ihr gehört, was die AfD sagt? Wir sind also der Volksempfänger und wir senden unsere rechtsextreme Ideologie in die Köpfe der jungen Menschen rein. So, das ist natürlich ein harter Vorwurf hier, weil ich meine, wenn man sich auch anguckt, Volksempfänger, was ist das eigentlich? Ne? Und warum wurde das damals eingeführt? Dann ist es natürlich ein heftiger Vorwurf, ja. Und deswegen hat news.de einfach mal bei Herrn Nutz angefragt, ja, wo denn bitte die Quelle ist dieser Aussage mit dem Volksempfänger und so weiter. Und siehe da, ja, Herr Konstantin Nutz konnte ja die Quelle nicht nennen und wusste auch gar nicht, woher das stammt. Also hier ist auch wieder interessant, die Grünen arbeiten scheinbar selbst mit alternativen Fakten. Jetzt könnte man das natürlich alles irgendwie so als Spinnerei abtun, nach dem Motto, was interessiert das uns? Wenn die Grünen auf ihrem eigenen YouTube-Kanal halt allen möglichen Mumpitz erzählen, das sind wir ja gewohnt. Nur muss man da ein bisschen weiterdenken. Im Rahmen des Digital Services Act und so weiter, der gerade ja von der EU beschlossen wurde, der jetzt auch in Deutschland mit dem Digitale Dienste-Gesetz, was beschlossen wurde und so weiter, ja auch enacted wird. In Schottland geht es gerade richtig ab. Habt ihr vielleicht mitbekommen, was da gerade geht? Da mache ich mal ein extra Video nochmal zu, weil da gibt es jetzt sogar ein neues Gesetz gegen sogenannte Hasskriminalität und so, ist richtig heftig, was da teilweise abgeht, ja. Und wenn man jetzt anfängt zu sagen, auch wahre und echte Fakten können Desinformation sein und man anfängt mit diesen Gesetzen Desinformation aber stärker zu regulieren, stärker zu zensieren und so weiter, dann kommen wir irgendwann tatsächlich an den Punkt, wo wir die Wahrheitsministerien der heutigen Zeit etabliert haben, wo dann eine kleine Gruppe an Bürokraten darüber bestimmt, was die Wahrheit ist und was nicht. Ja, nichts anderes ist es. Und nichts anderes ist es auch, das ist ja ein Angriff, der von unterschiedlichen Seiten kommt. Aus den Ampelparteien und aus sozusagen den Leuten, die aktuell an der Macht sind, ja. Das Interessante ist ja immer auch, dass, ich meine, es ist eigentlich wirklich in jedem dystopischen Actionfilm oder Thriller kann man das immer wieder sehen. Was machen die autoritären Machthaber, um eben ihre falsche Politik zu legitimieren? Sie versuchen immer die Bevölkerung gegen die Opposition aufzubringen und denen genau das vorzuwerfen, was sie eigentlich selbst machen wollen. Ja? Und das ist schon echt ein heftiges Stück. Und hier sagt jetzt beispielsweise der Herr Haldenwang in seinem Gastbeitrag in der FAZ unter anderem Folgendes, ja? Auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Die äußersten Grenzen zieht das Strafrecht, etwa in Hinsicht auf strafbare Propagandadelikte oder Volksverhetzung. Interessant. Ich dachte eigentlich immer, dass das Strafrecht die einzige Grenze zieht und nicht die äußerste Grenze. Also gibt es da auch noch eine innere Grenze, so von wegen darf man einfach bestimmte Dinge nicht sagen, obwohl sie legal sind. Und wie will man in einem Artikel, wo man entkräften will, dass es sich beim Verfassungsschutz um eine zunehmende Gesinnungspolizei und so weiter handelt, wie will man das entkräften, indem man genau das durch diesen Artikel förmlich einfach bestärkt, ja? So, jetzt schreibt er hier weiter. Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz kann auch dann sozusagen kommen, ne? Das hängt nicht davon ab, ob
das, was jemand sagt, strafbar oder illegal ist, genau zuhören. Ne? Deshalb können die Verfassungsschutzbehörden insoweit an die Inhalte von Meinungsäußerungen anknüpfen, als diese etwa Ausdruck eines Bestrebens sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Ja? Also wenn du dich zum Beispiel auch einsetzt für mehr direkte Demokratie, was ja eine andere Demokratieform ist als die repräsentative Demokratie, dann kann natürlich die Leute das wiederum als Desinformation weitertragen und einfach das völlig ignorieren mit dem Thema der direkten Demokratie und sagen, hey, passt mal auf, die wollen sozusagen unseren Staat delegitimieren und unsere Demokratie abschaffen, weil sie wollen ja nicht mehr so viel repräsentative Demokratie. Ja? Die lassen einfach den ganzen Part mit mehr direkte Demokratie und dass der Volkssouverän sozusagen selbst mehr entscheiden darf, statt seine sogenannten Repräsentanten, lassen den dann einfach bewusst weg, das nenne ich meine wahre Desinformation, und sagen dann, ja, seht mal her, die wollen den Staat delegitimieren, die wollen sozusagen unsere Demokratie und so weiter abschaffen. Und dann, ja, dann muss man sich eben auch erlauben, dass, wenn man dann zwar keine illegalen Sachen verbreitet, dass man eben trotzdem vom Verfassungsschutz zum Beispiel dann überwacht wird. Ja, spannender Punkt. Die Meinungsfreiheit ist von daher kein Freibrief, sich der gerichtlichen, kontrollierten, verfassungsschutzrechtlichen Beobachtung und Bewertung entziehen zu können. Allein schon, das ist der Wahnsinn, wenn tatsächliche Anhaltspunkte etwa für gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen vorliegen. Diese Sätze, der schreibt ganz bewusst diese Sätze da rein und dem wird scheinbar überhaupt nicht bewusst mittlerweile mehr, also glaube ich, den Realitätssinn mittlerweile sowas von verloren, was er hier eigentlich gerade sagt. So von wegen, die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief mehr, seine Meinung zu äußern. Wenn unsere Meinung dann über deine Freiheit ist, dass du damit die demokratische Grundordnung abschaffen willst, weil du ja von irgendwelchen ausländischen Geheimdiensten und so weiter kontrolliert wirst. Das ist ja das neue Narrativ, was die immer spinnen, ja. So als gäbe es keine legitime Kritik an dem Staat und seinem Handeln, einfach nur, wenn man sich mit innenpolitischen Themen beschäftigt. Man muss ja nur angucken, was in der Politik alles verbockt wird. Also da braucht man garantiert als souverän kritisch denkender Bürger keinen ausländischen Geheimdienst, um darauf aufmerksam zu werden, ja. Da reicht auch die sehr gute Presse in Deutschland aus. Ja, die sich immer mehr damit beschäftigt, mit diesen ganzen Themen. Ja. Da brauchen wir definitiv nicht irgendwelche Geheimdienste für. Ja. Muss ich leider enttäuschen. Absolute Wahnsinn. Und der absolute Highlight hier ist, Akteure verletzt sind, wenn zulässige Kritik und demokratischer Protest in Teilen umschlägt, eskaliert und zu aggressiver systemischer Delegitimierung staatlichen Handelns wird. Ja, also neulich war es ja noch bei Nancy Faeser, den Staat delegitimieren. Und jetzt sind wir schon bei Delegitimierung staatlichen Handelns. Ja, also die begreifen quasi alles, was sie im Rahmen der Regierung und ihrer Behörden tun, als staatliches Handeln. Und wer in irgendeiner Art und Weise das kritisiert, der muss aufpassen. Der hat keinen Freibrief mehr. Ja. Uiuiui. Also ich muss sagen, mein lieber Scholli, das sind wirklich Tendenzen, die jetzt, ich meine, klar, wir haben Superwahl, ja, und es wird natürlich noch veritabel abgehen die nächsten Monate, aber dass die jetzt schon dabei sind, sowas von durchzudrehen und diese Dinge hier einfach verbreiten und einfach damit ankommen, von wegen so auch wahre Inhalte und Fakten sind Desinformation, da muss ich wirklich sagen, nee, also da sind die bei, da beißen die bei uns auf jeden Fall auf Granit.